Ein Drittel der Weltbevölkerung trägt eine tödliche Gefahr in sich, ohne es zu wissen. Das Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit. Sie verbreitet sich durch Tröpfchenübertragung, wie eine ganz normale Erkältung. Die Erreger befallen meist die Lunge. Erste Symptome sind Husten, Nachtschweiß und Fieber. Menschen mit schwachem Immunsystem sind der Krankheit ausgeliefert. Weltweit sterben jedes Jahr weit über 1 Million Menschen an Tuberkulose. Hinzu kommt, die Krankheit wird immer unberechenbarer. Es gibt immer mehr Resistenzen gegen die wirksamen Antibiotika und uns gehen die Medikamente aus. Also gerade im Bereich der sogenannten multiresistenten Tuberkulose, die dann resistent ist gegen die zwei stärksten Antibiotika, die wir haben. Wir brauchen unbedingt viel schnellere, sicherere, effizientere und auch nebenwirkungsärmere Therapien, um diese globale Katastrophe wirklich in den Griff bekommen zu können. Es gibt einen ersten Hoffnungsschimmer. Nach über 40 Jahren wurde erstmals ein neuer Wirkstoff zugelassen. Der Name Bedaquilin. Mit dem neuen Wirkstoff sagen diese beiden Männer der Tuberkulose den Kampf an. Der französische Chemiker Jérôme Guimond und der belgische Mikrobiologe Koen Andries. Für die beiden Wissenschaftler ist die Forschung an einem neuen Tuberkulose-Medikament Herzenssache. Viele Menschen glauben, dass die Tuberkulose früher ein Problem war und längst ausgerottet ist. Aber auch heute noch sterben Tag für Tag einige tausend Patienten an Tuberkulose. Der medizinische Bedarf an neuen Medikamenten gegen Tuberkulose ist also enorm. Die Entwicklung eines neuen Medikamentes bis zur Marktreife kann Jahrzehnte dauern und verschlingt Millionenbeträge. Ohne Patentschutz wären die wenigsten Unternehmen bereit, die Risiken solch massiver Investitionen auf sich zu nehmen. Mit einem belgischen Pharmakonzern im Rücken haben die beiden Forscher jedoch gute Startbedingungen. Das nötige Budget für den langwierigen Weg vom Wirkstoff bis zum zugelassenen Medikament und eine chemische Bibliothek aus über 100.000 analysierten Stoffen, aus der sich Jérôme Guimond frei bedienen kann. Am Anfang unserer Suche war die Herausforderung wirklich riesig. Es war notwendig, einen Startpunkt für unser Vorhaben zu finden, die Tuberkulose zu bekämpfen. Guimond und Andries testen tausende chemischer Stoffe, kombinieren sie neu und testen sie wieder. Viele Jahre und etliche Versuchsreihen später wird die Hartnäckigkeit des Duos belohnt. Sie finden Bedaquilin. Bedaquilin ist ein ganz besonderes Antibiotikum, weil es das erste ist, das die Energieerzeugung innerhalb der Bakterien stört. Es schneidet die Energieversorgung quasi ab. Die Bakterien können nicht weiter wachsen. Nach ein paar Tagen sterben sie. Im Zeitraffer sieht man, wie nach der Beigabe des Wirkstoffes das Mycobacterium Energie verliert und langsam abstirbt. Und noch etwas entdeckt Andries. Die Tuberkuloseerreger können gegen den neuen Wirkstoff kaum Resistenzen bilden. Denn Bedaquilin ist ein sogenannter Enantiomer. Enantiomere sind sehr spezielle chemische Verbindungen, wie Spiegelbilder. Es ist wie bei Händen. Ihre linke Hand und rechte Hand sind eigentlich gleich, aber nicht identisch, sondern ein Spiegelbild voneinander. Meine rechte Hand passt nur in meinen rechten Handschuh, meine linke Hand nur in meinen linken. Auch Bakterien haben so eine spezifische Seite. Und die Enantiomere passen genau auf der einen Seite, nicht auf der anderen. Aber dort, wo es passt, passt es perfekt. Und deshalb wirkt eine enantiomere Verbindung sehr effizient gegen Mycobakterien. 2013 folgt der Durchbruch. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA erteilt Bedaquilin die Zulassung. Die Produktion kann beginnen. Es gibt jetzt seit langer Zeit erstmals neue Wirkstoffe zur Bekämpfung der Tuberkulose. Das ist ein guter Schritt, das macht Hoffnung, aber das ist alleine noch nicht genug. Was wir wirklich brauchen, sind Therapieregime, das heißt mehrere Medikamente, die zusammenwirken und von denen wir wissen, wie sie zusammenwirken und wie wir sie auch einsetzen müssen. Das heißt, hier ist noch einiges an Arbeit zu tun. Für ihre Leistung im Kampf gegen eine weltweite Epidemie sind die beiden Forscher jetzt für den Europäischen Erfinderpreis nominiert. Der Oscar der Technologie wird jährlich vom Europäischen Patentamt an die großen Erfinder unserer Zeit verliehen.
Diese Nominierung ist für uns eine große Anerkennung für all die Arbeit, die wir in die Suche nach Mitteln gegen Tuberkulose investiert haben. Und es ist auch sehr wichtig, dass so ein bedeutendes Medikament wie dieses so eine Aufmerksamkeit bekommt. Zwei Männer, die mit ihrer Entdeckung vielleicht Hunderttausenden das Leben retten.